3 Grad. Es ist auch der einfache Grund, warum hier und dann bei der nächsten Station noch kein Eis zu finden ist. Es ist einfach zu warm dafür. Und Sie können jetzt hier die Tropfsteine an der Decke bzw. auch am Boden sehen. Tropfsteine sind einfach Kalkablagerungen, die durch Sickerwasser entstehen. Das heißt, das Wasser sickert hier durch das Gestein, durch diese Risse und Spalten, löst das Kalk in den Gestein heraus und bildet die Tropfsteine. Die Tropfsteine an der Decke heißen Stalaktiten. Diese hier am Boden werden dann die Stalagmiten genannt. Dieser Wachstumsprozess der Tropfsteine ist doch ein sehr langsamer und vor allem langer Prozess. Tropfsteine wachsen etwa nur 2 bis 3 mm alle 100 Jahre im Schnitt. So now we reach the first section of our tour, the so-called Dripstone Hall. This is also the warmest part of the cave, so the temperature here is plus 3 degrees Celsius. And this is also the reason why here and also at the next station is no ice, it's too warm for it. So here you are able to see the dripstones on the ceiling or also on the floor. Dripstones are deposits from seepage water, that means the water is seeping in to the rock.
Kohle. Ready? Okay, guys. Yeah, okay.